wieder Lionel und ich berichte euch, was in der Welt und ganz spezifisch in der Schweiz momentan Spannendes am passieren ist. Hallo zusammen, ich bin der Lionel, aka Ask Switzerland. Das ist der Sammy, mein Kameramann. Hallo zusammen. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Und heute habe ich die grosse Ehre, als erster Schweizer YouTuber ein Interview mit einem Bundesrat führen zu dürfen. Und jetzt schauen wir mal, was der Schneider Ahnmann uns heute so Spannendes zu erzählen hat. Tschüss! So, das Interview ist im Kasten. Es war total herzlich. Ich habe mich extrem gefreut. Die Ehre, dass ich die nationale Premiere, das erste Mal, dass ein Bundesrat von einem YouTuber interviewt wird, hat führen, habe mich einfach nur gefreut. Gehen wir das Bundeshaus anschauen? Ja, wieso nicht? Let's go! YouTube-Kanal namens Ask Switzerland. Dort beschäftige ich mich mehr so ein bisschen mit einem Kommentar zum aktuellen Geschehen in der Schweiz. Vor allem in der Schweiz, aber auch ein bisschen so, was sonst in der Welt noch läuft. Sag meine Meinung und fordere Zuschauer auch dazu auf, ihre Meinung in den Kommentaren zu schreiben. Und habe jedes Mal eine Freude, wenn dann eine kleine Debatte in den Kommentaren entsteht. Auf die Idee, so etwas zu machen, bin ich an sich im Frühjahr 2015 gekommen. Ich habe schon seit längerem einfach so einen Kanal in dieser Art gesucht, der das auch auf Schweizerdeutsch macht. Ich habe nie einen gefunden. Ich dachte, ich bin einfach zu blöd dazu. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es das wirklich nicht gibt. Und dann habe ich gedacht, wenn es nicht gibt, machst du es einfach gerade selber. Ich mache viel News über Politik, weil wir auch als nächstes etwas zu sagen haben werden in diesem Land. Und ich glaube, Politik ist für alle da. Es gibt viele Jugendliche, auch ich früher, die sich nicht getraut haben oder die sich nicht getrauen, etwas zur Politik zu sagen, weil sie das Gefühl haben, es gibt andere, die wissen mehr und die lachen sie dann aus wegen dem. Ich glaube, das muss man gar nicht das Gefühl haben, weil ich sehe ja, was die Leute kommentieren in den Kommentaren. Ich sehe auch die, die nur einen Satz Statements geben und wenig Ahnung haben, die geben so präzise Statements, dass jeder Politiker zum Teil machtlos wäre. Die Frage, die ich wirklich am alleröftesten gestellt bekomme, ist die Frage nach meiner eigenen politischen Meinung und meiner Lieblingspartei. Und einfach mal, um gerade alle Gerüchte aus der Welt zu schaffen, ich habe keine Lieblingspartei, ich kann mich mit keiner Partei wirklich identifizieren. Weil jede Partei fokussiert sich auf so ein kleines Gebiet, dass sie mich absolut nicht anspricht. Und aus diesem Grund habe ich mich vielleicht als Parteilose einfach bezeichnen. Was YouTube einzigartig macht, ist die Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren. Es besteht eine Interaktion zwischen mir und den Zuschauern. Ich sehe, was sie kommentieren, ich diskutiere mit den Zuschauern genauso. Und ich glaube, das gibt es bei vielen Zeitungen nicht. Also YouTuber sind auf eine Art greifbarer, sie sind einfach realer für die Leute. Und ich glaube, viele hier drin wissen das noch nicht so ganz. Und ich glaube, ich biete auch gewissermaßen die Möglichkeit zum Dialog mit den Leuten. Nochmal schnell das Thema von den Kommentaren aufzugreifen. Natürlich ist nicht jeder Kommentar eine super Intelligenzbestie, die er verfasst hat. Aber einmal beispielsweise hat einer geschrieben, auf Schweizerdeutsch red doch Hochdeutsch. Und dann habe ich mir gedacht, hä? Also das kann er ja wohl nicht ernst meinen. Und die Botschaft von diesem Kanal ist ja schließlich auch, wenn ihr Schweizer seid, dann könnt ihr doch gerade so gut schweizerdeutsche Videos machen. Viele Schweizer YouTuber machen hochdeutsche Videos und ich sehe mich eigentlich auch ein bisschen als Verfechter vom schweizerdeutschen YouTube, wo die Leute auch ein bisschen dazu animieren sollte, auf Schweizerdeutsch zu produzieren. Und sowieso als schweizerdeutsch produzierender YouTuber hast du auch keine Chance, ein Star zu werden. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele Schweizer YouTuberinnen und YouTuber ihre Videos auf Hochdeutsch machen oder gar auf Englisch. Da ist eine größere Reichweite, da kannst du bekannt werden, aber wenn du das aus ideologischen Gründen machst, dann machst du es natürlich auf Schweizerdeutsch. Es kommt einmal vor, dass ich auf der Straße erkannt wird. Aber es ist jetzt sicher nicht so, dass ich mich nicht mehr frei bewegen könnte oder so. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin nicht eine Berühmtheit oder so etwas. Was aber zum Teil vorkommt, ist, dass Schüler aus meiner eigenen Schule mich auf die Videos ansprechen. Und das ist dann immer lustig. Wenn ihr etwas durchbringen könnt, dann wäre es das Wahlrecht ab 16. Weil ich sehe, was die Leute kommentieren. Ich sehe, wie alt die sind. Die sind zum Teil jünger als 16. Ich glaube, es ist einfach so ein altbackenes Klischee, das sagt, die Jugend ist so extrem, die Jugend muss man von der Politik fernhalten. Wir haben ganz einfach unsere Ansichten und für die stehen wir ein. Und ich glaube, warum soll man eine Gruppe von der Bevölkerung nicht anhören in diesem Land? Das dürfte man langsam aber sicher verändern.